Schottland. Die Highlands mit ihren endlosen grünen Weiten, die vielen Lochs, verschlafene kleine Hafenstädte, Burgen und Schlösser. All das erkunde ich zusammen mit meiner Freundin Conny und natürlich auch mit euch auf dieser unserer ersten Reise überhaupt nach Großbritannien in das faszinierende Schottland. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Einblick in unsere Erlebnisse. So, Freunde, wir sind angekommen am Hafen von Amsterdam, Eemuiden. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Ja, wir warten jetzt drauf, dass wir aufs Schiff können und dann sind wir ungefähr 16 Stunden unterwegs bis morgen früh 9.15 Uhr. Da kommen wir dann an in Newcastle in Nordengland und dann geht's weiter noch ungefähr 400 Kilometer nach Glencoe in Schottland. Das ist dann schon in den Highlands gelegen und was es da Schönes zu sehen gibt, das erfahrt ihr dann später im Video. Mit der King Seaways starten wir also unsere knapp 16-stündige Überfahrt von Amsterdam nach Newcastle über die Nordsee, die diesmal etwas rauer war und nicht jedem der Seegang so wohl bekommen ist. Dennoch sind wir gut in Newcastle angekommen und dort wartete dann das Abenteuer Linksverkehr auf uns, mit dem wir zum ersten Mal in unserem Leben konfrontiert wurden. Aber auch das haben wir gut gemeistert, wie ihr später im Video noch sehen werdet. So, damit herzlich willkommen zurück und wie ihr vielleicht hinter mir schon sehen könnt, wir sind angekommen im wunderschönen Schottland. Ja, die Landschaft hier ist echt beeindruckend. Ich werde euch dann noch ein bisschen Auto, werde dann noch ein paar Aufnahmen machen. Ja, also ich kann hier 360 Grad filmen und du hast überall was zu sehen. Deswegen lasst euch einfach ein bisschen beeindrucken von der Landschaft und wir sehen uns gleich wieder. Statement zwischendurch, kurze Info, ein paar Tage sind wir jetzt da hier in Schottland, es hat geregnet, dann hat es geregnet, dann hat es noch mehr geregnet und heute haben wir den ersten Tag, wo es, naja, erträglich ist. Wir haben den einen oder anderen Schauer, aber ansonsten ist es trocken. Ja, aber es ist ja für Schottland eh typisch, jetzt sind wir gerade in Oban, kleines beschauliches Nest kann man sagen, an der Westküste von Schottland.
Und er hat ja inzwischen schon ein paar Sachen gesehen. Und wir sind jetzt noch ein paar Tage hier. Das heißt, noch das machen wir auf jeden Fall noch. Da werdet ihr noch was davon sehen. Und dann sind wir noch in Fort William unterwegs. Auch da werden wir euch bestimmt noch was zeigen. Also, immer schön dranbleiben. Viel Spaß noch. So Leute, jetzt haben wir noch mal eine kurze Pause eingelegt, hier mitten in den Highlands, kann man sagen, direkt an so einem See, beziehungsweise Loch, wie die ja hier heißen. Ist ein bisschen Verkehr, aber die Aussicht hier ist einfach genial. Ich habe euch jetzt gleich schon was gezeigt oder zeige euch gleich noch was davon. Es ist landschaftlich einfach richtig geil. Wir haben schon einiges gesehen, also durch die Highlands zu fahren, das ist wirklich ein Augenschmaus. Wir waren jetzt eben oben, das habe ich euch ja schon erzählt, glaube ich. Und jetzt geht es wieder zurück nach Glencoe, wo wir unser Bed and Breakfast haben. Und dann schauen wir mal, was wir morgen noch so machen und was wir euch noch so zeigen können. Also viel Spaß, wenn es dann weitergeht. Eine Sache sollte man sich in Schottland nicht entgehen lassen, zumindest wenn man Harry Potter oder Eisenbahn-Fan ist, nämlich die Zugfahrt mit dem berühmten Jacobite Steam Train, der im Volksmund vielleicht besser bekannt ist als der Hogwarts Express. Auf einer Länge von ca. 70 km pro Strecke braucht man ungefähr 1 Stunde 20 Minuten mit der Dampflok. Von Fort William aus geht es dann in das kleine, beschauliche Fischerdorf Malek an der Westküste Schottlands. Dort habt ihr dann ungefähr 1 Stunde und 15 Minuten Zeit, um einen Kaffee trinken zu gehen, um was essen zu gehen oder einfach nur Souvenirs zu shoppen. Mit einer wunderschönen Dampflok und den originalen Waggons geht es durch eine der schönsten landschaftlichen Strecken der Welt. Nicht zuletzt bekannt ist auf dieser Strecke das berühmte Glenfinnan-Viadukt. Man kennt es vor allem als Harry Potter-Fan aus dem Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ich habe es euch hier am Anfang dieser Szene gezeigt, wie wir das Viadukt überquert haben. Es ist halt wirklich ein Highlight auf dieser Strecke. Die Fahrt kostet übrigens ca. 40 Euro pro Person für Hin- und Rückfahrt. Ich glaube, das ist nicht so viel verlangt und wenn man Fan ist von Eisenbahn oder auch Harry Potter, sollte man sich das hier auf keinen Fall entgehen lassen. So, und da sind wir jetzt auch am weltberühmten Loch Ness angekommen. Bisschen was habt ihr ja nun inzwischen schon gesehen. Wir sind mit dem Zug gefahren, wir waren mitten in den Highlands drin, was wirklich eine richtig geile Landschaft ist. Ja, und jetzt sind wir hier am weltberühmten Loch Ness, eine etwas beruhigtere Stelle, denn am Urquhart Castle, da ist die Hölle los.
ist aber ganz normal, egal um welche Jahreszeit wahrscheinlich. Ja, jetzt haben wir hier eine ruhige Stelle und hinter uns auch wieder so ein bisschen die Highlands und natürlich der Loch Ness. Also ganz viel Wasser, aber Nessie haben wir nicht gesehen. Ja, auch die schönste und beste und längste Reise hat irgendwann mal ihr Ende. Für uns waren es 7 Tage in diesem faszinierenden Land Schottland. Wir waren beeindruckt von der Landschaft, von den Highlands, die Lochs und auch von den wirklich sehr, sehr freundlichen, netten und liebevollen Menschen, die man dort angetroffen hat. Wir haben wirklich mit niemandem irgendwie negative Erfahrungen gemacht. Alle waren sehr, sehr nett und freundlich, entgegen aller Klischees, die es vielleicht gibt. Wir hoffen, dass wir auch euch zu Hause vielleicht so einen kleinen Eindruck von Schottland vermitteln konnten. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch jetzt selbst Bock bekommen, auch mal dahin zu fahren oder auch zu fliegen. Das steht euch ja frei. Ihr könnt ja, wie wir es gemacht haben, mit dem eigenen Auto oder auch mit dem Wohnmobil per Fähre von Amsterdam nach Newcastle fahren, oder ihr könnt natürlich auch von einigen deutschen Flughäfen aus mit dem Flugzeug nach Edinburgh oder Glasgow fliegen und euch dann einen Mietwagen nehmen und auf eigene Faust dieses faszinierende Land erkunden. In diesem Sinne bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen, dafür, dass ihr unseren Reisevlog hier mal auf YouTube angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr dürft natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Darüber würde ich mich sehr freuen. Also, dann bleibt uns nichts weiter übrig als zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Haut rein und ciao. So, pass auf. So, nee, warte. Da drüben? Ich drehe mich nochmal ein. Ja, so ist besser. Der Straßenverlauf 2 Meilen und Halt.